Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werd steinreich und berühmt. Kennt ihr das Märchen von Aschenputtel, was aus Stroh Gold spinnen soll? Sowas Ähnliches habe ich in Chiang Mai entdeckt. Das heißt, ich habe es nicht wirklich entdeckt, die Josephine hat es mir gezeigt. Elephant Poo Paper Park. Die machen da aus Mist Papier und das können sie teuer verkaufen. Das ist handgemachtes Papier und das wird hauptsächlich aus Elefantendung hergestellt. Die nutzen aber auch Kuhdung und was sie so kriegen. Also auf gut Deutsch, die machen aus Scheiße Geld. Unglaublich. Ganz interessantes Ding. Wir waren nachmittags da. Mit uns war noch ein französisches Ehepaar da. Die waren sehr cool damit, dass ich da gefilmt habe. Vielen Dank nochmal dafür. Merci beaucoup. Und ja, dieses ganze Ding macht einen sehr aufgeräumten, sehr professionellen Eindruck. Und die leben hauptsächlich von Grundschul- und Kindergartenklassen, die vormittags dahin kommen. The ticket 100 baht includes about today. My name Annie. I'm the guide to explain how to make the paper. Yeah. After that, you can shoot. We waiting for the cashier. Ja. Ja. No. Ich habe ja schon bezahlt. Nein, nein, nein. Ach komm. Stefan, komm. Danke. Ich habe es kurz von oben gefilmt, aber ihr seht die schlechte Auflösung. Die Hitze macht einfach allen elektronischen Geräten zu schaffen. Ich habe das schnell wieder abgebrochen. Das machte keinen Sinn. Follow that way we do like and follow elephant poo track. That way we have the poo everywhere in there. You know, in the morning the kid, oh I want to follow the elephant poo track. That's my red lawn. She's just about 4 years old, see? And then if you not come, you just sit down and relax. You don't need to pay the ticket. Let's say you can just around here only. Have a look in the gift shop, have the coffee or snack in here, okay? So they come by kindergarten age to this place? The age is normally either all of the 3-year-old, 2-year-old, okay. All of them in here. Special we have the same that kids learn about reuse and recycle. Good. Good. They come to do in here, or family from the Bangkok in here quite a yeah, lot. Yeah, 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 yeah. Because they want to get out the city. Okay. We're gonna go inside. Okay. Okay. No, it's too much. Yeah. In here, what we do is this one, the real elephant poo. You want to come inside? Nice. Sit in the chair. Yes. You can see very light. Yeah. And then while we have the sign about the smelling, like say you can check if no smelling. No smell. It's just the grass. Yes. Elephant, they eat grass, banana, sugar cane. After they eat, they not digest the food, all of them, or we call digest the food not good. Der getrocknete Kot der Tiere riecht überhaupt nicht. Also die haben Pferd, Kuh und Elefant hier. Und das nutzen die, der Gedanke ist einfach nachhaltig zu sein, denn die Fasern sind ja da. Man muss jetzt nicht extra Pflanzen anbauen, um die Fasern zu gewinnen. Der Kot ist ja eh übrig. Und sie sagt aber, bei Kühen wäre es schon besser, das als Dünger zu nutzen. Man könnte es aber untermischen, wenn man nicht genug Menge hat. Das hängt einfach mit der Länge der Fasern zusammen. Ja, also am besten ist wirklich, dass der Elefantenpoo, sagen die hier, geeignet. Und der wird getrocknet und dann hier nochmal mit Wasser aufgekocht. Und das machen die halt, ihr seht das Feuer da, zum einen natürlich für die Leute, die sie hier durchführen. Und zum anderen wird hier tatsächlich produziert, das seht ihr gleich auch noch. Ich weiß nicht, ob die dann noch andere Räumlichkeiten haben, wo die ein großes Ziel produzieren, ob die wirklich alles hier auf diesen Grills machen. Keine Ahnung, aber es ist nicht nur Show, es ist wirklich, die leben auch vom Verkauf. Und natürlich haben die auch ein kleines Café dabei, die haben einen kleinen Spielplatz dabei. Das heißt, wenn ihr mit Kindern nach Thailand fahrt und sagt, okay, komm, wir brauchen auch mal jetzt hier im Norden, wo wir keinen Beach haben in dem Sinne, mal irgendwas, wo wir mit den Kindern toll was machen können. Ideal, die dürfen da selber Papier machen, ich meine, die Erwachsenen auch, das seht ihr. Aber die Kinder auch, und dann dürfen sie ihr eigenes Heft machen und dürfen das dekorieren und das meiste ist tatsächlich im Eintrittspreis von nur 100 Baht drin. Kleine Kinder, ich meine ab 4 Jahren, also bis 4 Jahre sind sogar kostenlos. Wenn man dann irgendwie so ein Buch hat, was die Kinder dekorieren wollen, das muss man natürlich kaufen. Also finanzieren tut sich das Ganze nicht über die Eintrittsgelder, sondern über den Verkauf der Produkte. Und es ist wohl eine Familie, die das Ganze gegründet hat und das auch sponsort. The weight about 350 Gramm. For one ball like that. Und letztendlich steht über diesem ganzen Ding drüber Nachhaltigkeit. Anhand des Papiers wird es exemplarisch gezeigt, aber es wird eben über Nachhaltigkeit gesprochen und unterrichtet.
Uh-huh. Oh, break the bottom half of me, please. Yes. Yeah. Oh, we have a special cameraman for us. You pay for it, right? Sorry. Ah, what we do next one? Huh? We're gonna tie it all together, spread all around, like that. Make the hammock same tiger. Yeah, like that. Shake it, shake it. Spread all around like this. Yes, very soft. Yeah. I think it's all full. See this one? Yeah, very good. Yeah. Spread all around in here. This one is quite big lump. Spread it even in the gap. Yes, close the gap. This one is have the gap and have the hole. Close it up. Yes. Yeah, they move around. See? Yes, very good. Yeah, in here. You have to hold them smooth, even. Yeah. No gap, no hole. Can you walk past the basket? Yeah, just, yeah, okay. Okay. Yeah. You're gonna go to dry. Yeah. Yep. You're gonna go to dry. And then she's gonna follow. Yeah. She will help you. You can come back to take my picture. Because no limit to me. Très bien, très bien. Very nice. Very good. Okay. You can see the water slightly drip like that. Yeah. When the water slightly drip, we need to take about half hour. And then we dry like that. Take to dry half day. Yeah, half day, 4 hours. Yesterday, half of dry. Der Enthusiasmus der Damen, die da arbeiten, sowohl die Führerin als auch die, die da an den einzelnen Stationen waren, das ist so rübergeschwappt. Wir hatten so einen Spaß, wir haben so viel gelacht und es ist eine tolle Abwechslung, wenn man mal 2-3 Stunden keine Tempel besuchen will und auch genug vom Dschungel hat. And your visitors can keep the paper. The visitor can't keep this, the paper. They can keep the paper, they have a tour and it's only 100 baht. It's very nice. Yeah. But we have something different too. You can keep better, you can shoot over there too. Yes. Okay. See, this is a paper, what we do, see? It's very dry, very rough. You can touch the feeling. Man kann hier mit allen Sinnen lernen und besonders für Kinder ist das wichtig. Also nicht nur kognitiv, da steht jemand und erklärt was, sondern man kann das Material anfassen, man kann drin rummatschen, man kann dran riechen, man kann es vermengen, Farbe dazugeben, das Ganze verändert sich, die Konsistenz verändert sich von nass auf trocken. Das ist eine sehr sinnliche Angelegenheit und von daher bin ich absolut sicher, dass wenn ihr mit Kindern dahin geht, jüngere Kinder, die werden da einen Mörderspaß haben. Und die können natürlich am Ende auch noch was mit nach Hause nehmen, was sie selber gemacht haben, was natürlich auch immer großartig ist. Das Ganze ist reine Handarbeit. Und ihr seht das gleich, wie die Sachen produziert werden. Die kann man jetzt hier kaufen. Und dann können die Kinder aus den eigenen Papieren was ausstanzen, ausschneiden und es dann hier draufkleben. Das ist wirklich gut gemacht. Clever gemacht. Ist ein gutes pädagogisches Konzept. Ich denke, das kann ich einigermaßen beurteilen. Komme ja aus dem Bereich. Handwerklich ist das eine tolle Geschichte, das schafft hier Arbeitsplätze, das ist ein nachhaltiges Projekt, also ich bin da wirklich begeistert von und kann jedem nur raten, wenn ihr in Chiang Mai seid, Altstadt ist ja wunderbar und Silbertempel und, aber schaut euch doch auch mal sowas an hier. Die geben sich da wirklich Mühe, einen tollen Nachmittag zu bereiten. Man braucht so 1,5 Stunden etwa für das Ganze, wenn man wirklich alles ausprobieren will und auch hier mal selber so ein Buch machen will. Das bieten die also alles an. Man kann alles selber ausprobieren und machen und tun. Und die freuen sich für jeden, der sich auf die Nummer einlässt. Es gibt ein Atelier hier auf dem Gelände, das wird von verschiedenen Künstlern genutzt. Man sieht das auch an den Hand der Kunstwerke, die haben alle so ein bisschen unterschiedlichen Stil. Die haben auch geholfen, diesen ganzen Bereich hier überhaupt zu dekorieren. Die haben auch die Logos mitentwickelt. Also auch wieder hier inklusiv arbeiten, die Leute mit einbeziehen. Und in diesem Atelier kann man dann auch selber arbeiten. Da gibt es einfach freie Leinwände aus Elefantenpuhpapier oder eben hier sowas von den Künstlern eben mit Kohle vorgearbeitet. Das kann man dann ausmalen, je nachdem auf welchem
künstlerischen Level man ist. Ich habe da ja wirklich zwei linke Hände, habe mich erfolgreich gedrückt. Gut, Josephine hat vorne gesessen und gewartet. Dieser steile Weg dadurch mit dem Split, das war nichts für sie. Aber die hat in Ruhe was getrunken so lange und ich bin ja eine gute halbe Stunde da durchgelaufen. Hat mir sehr gefallen, Josephine. Ganz lieben Dank nochmal, war ein super Tipp. Ja, hier geht es nach Singapur, um Phuket Island, also witzig gemacht, oder hier der Elefant aus Gummistiefeln. Sie geben sich wirklich Mühe, dem Ganzen ja ein bisschen uniken Charme zu geben und es nicht so 0815 zu machen. Und es ist ja Richtung Merim von Chiang Mai aus ist man ja in 20 Minuten da. Hier bin ich schon wieder auf dem Rückweg, vor mir ein großer LKW, so ein Tieflader, randvoll mit Leuten. Da erlebst du immer Sachen in Thailand, die glaubt dir kein Mensch. So, ihr Lieben, ich bin raus an der Stelle. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen, ganz lieben Dank fürs Treubleiben dem Kanal. Wir haben mittlerweile die 2500 Abonnenten erreicht, da freue ich mich super drüber. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann seid so nett. Schaut mal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr den Link hierzu. Ihr findet einen Link zu einem Thai-Lernkurs, ihr findet... Ach, jede Menge. Schaut mal rein, Videobeschreibung ist immer interessant. Ansonsten, ihr wisst es, ich sag's immer zum Ende. Seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan aus Thailand.